In den Energiesparshops der 14 EVM-Kundenzentren erhalten EVM-Kunden zum Vorteilspreis viele nützliche Artikel, um den Energieverbrauch im Alltag zu reduzieren. Die Menschen im Moseltal leiden immer mehr unter der Lärmbelästigung durch den Bahnverkehr. Um dem entgegenzutreten, schlossen sich Betroffene in einer Bürgerinitiative zusammen und gründeten einen Verein. Bürgerinitiative gegen Bahnlärm im Moseltal. Diesen Namen erhielt der Verein bei der Gründungsversammlung am 7. Januar in Winningen, die von Günter Krubasik eröffnet wurde. Der Verein setzt sich zum Ziel, den Umweltschutz zu fördern. Lärm und Erschütterung des Schienenverkehrs sollen auf ein umweltverträgliches Maß reduziert werden. Seit fast 20 Jahren habe ich keine Nacht mehr ohne Oropax geschlafen. Und ich glaube, da wird es einige Leidensgenossen hier geben. Wir haben die fernen Güterzüge, die werden immer länger, 700 Meter. Und die Geschwindigkeit erhöht sich von 90 in 100 km/h auf grundsätzlich 120 km/h. Und wir haben eine Zunahme dieser langen Ferngüterzüge in der Nacht um 833%. Und zwar aus dem Betriebsplan von 2006 der Bahn zu 2015. Das heißt, in der Nacht alle 7 Minuten ein Ferngüterzug mit der Länge von 700 Meter, der mit 120 km/h durch das Moseltal rauscht. In den Energiesparshops der 14 EVM-Kundenzentren erhalten EVM-Kunden zum Vorteilspreis viele nützliche Artikel, um den Energieverbrauch im Alltag zu reduzieren.